Herzlich willkommen zum Filmab Kinomagazin auf Star TV. Der schönste Weihnachtsfilm des Jahres. Was wünschst du dir? Ein Fest der Freunde und der Freude. Und mit einem Schokopudding. Patterson und Findus. Die Zauberei in der neuen Welt ist voller Geheimnisse, die mehr sind als nur Mythen. Über Auroren, die für die Unschuldigen kämpfen. Über die Errichtung Amerikas bedeutendster Schule für Zauberei. Und über den MACUSA, den Magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Gegründet im Streit, umwoben von Geheimnissen, und vor den Blicken verborgen, stützt sich der MACUSA auf das Internationale Statut zur Geheimhaltung der Zauberei. Und 1926 trifft ein junger Zauberer namens Newt Scamander in New York ein und betritt eine magische Welt, wie er sie noch nie zuvor gesehen hat. Newt's been across pretty much every continent, but magic developed very differently in America. Newt accidentally walks right into the middle of MACUSA. He gets caught up into a society he doesn't understand. After the Potter books, this was always where I was interested in going. If I ever did anything, this is what I wanted to do. Mysteriöse Sache, die Zeit, nicht wahr? Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin was? Es sind Erinnerungen, die wir hier betrachten. Sie sind ein interessanter Mann, Mr. Scamander. Es kommt immer näher. Das ist ein Tierwesen. Was immer es muss aufgehalten werden. In Fantastic Beasts and Where to Find Them, you're learning about a part of magical history that's talked about in the Potter books, but you never see. I'm getting a chance to tell that now. In the 1920s, magic developed very differently in America. Many wizards have suppressed their magic to avoid being persecuted by muggles. They are therefore living in hiding. Beherzigen Sie meine Worte und hören Sie auf meine Warnung. Hexen leben unter uns. They're looking to expose wizards and witches. Wenn sie Erfolg haben, müssen wir für immer im Schatten verbleiben. Und wir leben schon viel zu lange im Schatten. Es geschehen seltsame Dinge überall in der Stadt. Dahinter stecken Leute, die nicht so sind wie wir. Sieh dir die Beweise an! Because of this tension, the wizarding world is in a state of high alert at that time. When Newt comes to New York and one of his creatures gets out, he is immediately arrested. Beasts are a threat to giving away that wizards exist. Den Koffer beschlagnahmen, Mr. Graves. Bitte, Sie verstehen nicht. Nichts darin ist gefährlich. Es liegt an uns, das zu beurteilen. Graves is the head Auror. He investigates anything detrimental to wizard kind. Dass Sie eine Meute gefährlicher Tiere freigelassen haben, war nur ein weiterer Unfall. Ist das korrekt? Ich frage mich, warum ist Albus Dumbledore Ihnen so zugetan? We don't really know who's good and who's bad until all the chips have fallen. Sie wissen, welches Ihrer Wesen dafür verantwortlich war, Mr. Scamander. Sehen Sie sich die Male an. Das war kein Tierwesen. Es könnte unsere Enthüllung, es könnte Krieg bedeuten. Sie haben doch einen Plan, oder? Sie brauchen unsere Hilfe. This is new material. There are ways in which we connect to the Potter books that I think people will find surprising. Sie sehen einen Zusammenhang zu Grindelwalds Angriffen in Europa. We're talking about the first time a wizard rose and threatened the world order. Ich habe die Vision einer immensen Macht gesehen. This was always where I was interested in going.
Sie wissen seit 24 Stunden, dass ein unregistrierter Zauberer magische Tierwesen in New York freigelassen hat? Ja. Wo ist dieser Mann? Sie sind also der Mann mit dem Koffer voller Monster, hm? Das spricht sich ja schnell herum. Mr. Scamander, wissen Sie eigentlich irgendetwas über die Zaubergemeinschaft in Amerika? Wir lassen hier nicht einfach etwas frei. Hey, Sie da mit dem Koffer! Ich glaube, aus Ihrem Ei schlüpft was! Sie haben seine Erinnerung gelöscht, oder? Von dem Nomad? Von dem was? Dem Nicht-Magischen, dem Nicht-Zauberer! Tut mir leid, wir nennen Sie Muggel. Ich weiß jetzt, dass ich nicht träume. Wie kommen Sie zu der Erkenntnis? Sowas würde mir nicht mal im Traum einfallen. Irgendetwas sucht unsere Stadt heim! Es verbreitet Zerstörung und ist dann ohne jede Spur wieder verschwunden. Hexen leben unter uns. Wir leben schon viel zu lange im Schatten. Ich frage Sie alle, wen schützt das wirklich? Uns oder Sie? Gefahr. Er wittert Gefahr. Das steht im Zusammenhang mit Grindelwalds Angriffen in Europa. Das könnte Krieg bedeuten. Sie haben doch einen Plan, oder? Sie brauchen unsere Hilfe. War das alles, was aus Ihrem Koffer entkommen ist? Ich lasse Sie nicht noch eins töten. Ich werde mich dem nicht länger unterwerfen. Die Zeit läuft Ihnen davon, Mr. Scamander. Patterson und Findus 2. Hurra! Pünktlich zu Weihnachten dürfen wir uns endlich auf ein Wiedersehen mit Patterson und seinem gewitzten Kater Findus freuen. Und weil es das schönste Fest überhaupt werden soll, ist nicht nur Findus mächtig aufgeregt. Patterson ist selber auch noch, hat die Neugierde und das naive Herz eigentlich eines Kindes auch. Er ist nie wirklich böse zu den Kindern, also so ein Vater wünscht sich, glaube ich, jedes Kind. Mit Patterson kann man also immer Spaß haben, aber auch einiges lernen. Also fast wie bei Peter Lustig, oder? Ja, das kann gut sein. Es gibt Parallel. Ich glaube, es liegt schon eine Faszination an diesen älteren Männerfiguren, Charakteren. Eine Person, die immer da ist, die jeden Spaß, jeden Streich eigentlich mitmacht und ihn selber sehr lustig findet. Deshalb musste Stefan Kurt bei den Dreharbeiten auch so einiges aushalten. Vor allem die Schneeballschlacht im Haus hatte es doch sicher in sich. Es war zum Glück kein echter Schnee, weil ich bin eine wahnsinnige Frostbeule. Ich friere immer sehr schnell. Also es war Plastikschnee in diesem Riesenstudio da in Köln. War aber wunderbar, liebevoll aufgebaut und es war nicht kalt, es war eher warm im Studio. Aber auch das Zusammenspiel mit Findus hat für ihn viel Konzentration erfordert. Denn der kleine Kater ist komplett animiert und war deshalb beim Dreh unsichtbar. Das war ganz schön anspruchsvoll, sich den Findus immer vorzustellen. Vor allem, der ist ja nicht immer am selben Ort geblieben, sondern er war mal da, dann ist er da rübergerannt, dann ist er auf den Tisch gesprungen. Also das hat schon neben dem Spiel ganz schön Aufmerksamkeit von mir erfordert. Patterson möchte mit ihm jedenfalls das schönste Weihnachtsfest überhaupt feiern. Und dazu gehört natürlich auch ein festlich geschmückter Baum. Allerdings endet der Ausflug in den Wald in einer unfreiwilligen, waghalsigen Schlittenfahrt, die für Patterson ziemlich schmerzhaft endet. Ach, die hat riesigen Spaß gemacht. Ich wurde aufgehängt an zwei Stahlseilen. Und zwei Kollegen haben mich dann immer hochgehoben und das Ganze wurde vor Greenscreen gedreht und wurde dann in die Schlittenfahrt da eingepasst. Für die beiden scheint ihr Traum daraufhin jedenfalls geplatzt zu sein. Denn Patterson kann das Haus nicht mehr verlassen, um die notwendigen Einkäufe zu erledigen. Naja,
Und von seinen Freunden Beda und Gustafsson möchte er sich auch nicht helfen lassen. Ich glaube, Pettersson mag Gustafsson aber nicht zu sehr. Also, er mag ihn, wenn er mal vorbeikommt und Hallo sagt, aber ich glaube, zu viel Nähe mag Pettersson nicht. Beda hat so ein großes Herz, dass sie ihm den Pettersson total ins Herz geschlossen hat. Das ist wirklich eine richtig große Freundschaft. Und ich bin der Meinung, wie sie das macht, die Beda, na, ohne den stolzen Pettersson zu kränken. Na, weil er will ja keine Hilfe annehmen, dass dann die ganze Sippe miteinander feiert, die Nachbarn feiern und jeder bringt was mit und das ist genau nach meinem Sinn. Aber bevor es soweit ist, muss sich Findus so einiges einfallen lassen, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, damit das perfekte Weihnachtsfest für alle doch noch Wirklichkeit werden kann. Es gibt eine Botschaft, dass man ruhig mal etwas annehmen kann. Nachbarschaft ist das höchste Gut. Und es wird auch von vielen Menschen gar nicht bedacht, wie weit man sich dann unterstützen kann. Boah, Pettersson und ich waren dabei, das perfekte Weihnachten zu planen. Was wünschst du dir? Wir brauchen Fleischklößchen, Krapfen, Sülze, Rotkohl, Schinken und Schokopudding. Wir hatten tolle Geschenke besorgt. So eine wollte ich schon immer haben. Und wir hatten das perfekte Wetter. Juhu! Yippie! So, jetzt ist aber Schluss. Aber wie immer lief nichts nach Plan. Findus! Nochmal! Ich kann gar nicht auftreten mit dem Fuß. Mein lieber Freund war krank. Wir haben nichts zum Pfefferkuchen backen. Und gar nichts Leckeres zum Essen. Ich kann es doch auch nicht ändern. Nach den beliebten Kinderbuchklassikern. Boah, ist das schön. So ein Weihnachten will ich auch feiern. Wenn der arme alte Pettersson das nicht kann, muss ich das machen. Ich musste Weihnachten retten. Ja. Happo, ich brauche deine Hilfe. Gustafsson muss unbedingt zu Petterssons Haus kommen. Happo, Fuß! Oh. Pettersson und Findus sind zurück. Zur schönsten Zeit des Jahres. Ja. Hurra, hurra! Das wird das schönste Weihnachten überhaupt. Pettersson und Findus, das schönste Weihnachten überhaupt. Mit all ihren Freunden. Du könntest doch zusammen mit uns feiern. Oh ja. Und jede Menge Abenteuer. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich lieber im Hühnerstall geblieben. So, ist doch lustig. Pettersson und Findus, das schönste Weihnachten überhaupt. Was sollte der Fuchs denn überhaupt hier wollen? Sein Weihnachtsessen, du Hirn. Also von meinem Futter kriegt er nichts ab. Ein Weihnachtsabenteuer für die ganze Familie.
der Jugendlichen Meredith LeVore wegen ihrer Beteiligung am Bombenanschlag auf ein Posten. Wo ist sie? I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Ja, das war es leider schon wieder mit dem Filmab von dieser Woche. Wenn du willst, sehen wir uns nächste Woche wieder auf Star TV um die gleiche Zeit. Bis dann, viel Spass im Kino, einen schönen und tschüss.